Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zu meinem News-Video für Januar. Ich habe mir einiges aufgeschrieben, was ich euch erzählen möchte, was es so allgemein im neuen Jahr Neues gibt und aktuell auch im Januar für Neuigkeiten gibt. Erstmal so Allgemeines fürs nächste Jahr, was es auch hier auf YouTube jetzt anders sein wird vielleicht. Und zwar habe ich einige Kooperationen eingegangen, längerfristige Kooperationen, zum Beispiel mit Toyfan. Da habe ich auch einen ganz, ganz wundervollen Rabattcode für euch, der das ganze Jahr über gilt. Da bekommt ihr 20% auf das gesamte Sortiment. Den werde ich euch unten in die Infobox verlinken. Den werde ich allgemein in die Infobox verlinken, dass ihr da immer darauf zugreifen könnt. Und mit Teufeln habe ich eine Kooperation für Kinderspielsachen natürlich. Da bekommen wir dann immer wieder ganz tolle Sachen zugeschickt, die ich euch dann zeigen darf. Das wird es also Neues geben. Ich bin jetzt Mitglied in diesem Toy-Fan-Club und da werde ich euch immer mal wieder in diesem neuen Jahr Spielsachen vorstellen dürfen. Zum anderen werde ich mit Beginn im Januar euch jeden Monat ein neues Chakra vorstellen. Wir machen also eine längerfristige Chakra-Challenge und werden uns jeden Monat ganz speziell mit einem Chakra auseinandersetzen. Werde euch da einige Videos dazu dann immer abdrehen und da freue ich mich schon sehr drauf. Zum anderen wird es einiges zu meinen ätherischen Ölen geben. Ich werde mit einem Erklärvideo starten, was ätherische Öle sind, wie ich die benutze, für welche Marke ich mich entschieden habe und werde das Thema dann immer mal wieder so in andere Videos mit einflechten lassen. Genau, dann starte ich im Januar ein 10-Wochen-Sportprogramm, was auch von einer Mama entwickelt wurde. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Ich werde euch dann eine Review zu dem Programm natürlich geben, wie mir das gefallen hat. Ich werde die Mama, die das erstellt hat, kreiert hat, auch nochmal hier zu einem Interview einladen. Und was ich auch im Januar starten werde, was ich für euch testen darf, was ich euch dann gerne vorstellen möchte, ist das hier. Nimm dein Glück selbst in die Hand. Das ist jetzt das Happy Book zum Kurs. Das ist ein Online-Kurs, das ist das Workbook dazu. Und das ist ein 20-Tage-Selbst-Coaching-Programm, was ich für euch gerne testen möchte. Das ist von Happy Dings. Die ist super, super sympathisch. Da sind natürlich ganz viele Dinge drin, die ich schon so kenne, aber sicherlich auch einiges Neues. Und das werde ich im Januar 20 Tage für euch testen und euch das dann vorstellen, wie mir das gefallen hat. Und die Autorin, die den Creator hinter diesem Online-Kurs dann natürlich auch für euch interviewen. Und zum Schluss noch einiges in eigener Sache. Natürlich gibt es auch im Januar wieder ein Gruppencoaching und eine Mama-Auszeit. Starten wir doch mal mit dem Gruppencoaching-Thema. Das ist im Januar weniger Stress und mehr Energie. Das ist vor allen Dingen dann für dich geeignet, wenn du morgens schon den Abend herbeisehnst, wenn du mittags einfach so ein totales Tief hast, total müde bist, wenn du einfach unmotiviert bist, wenn du dich schlapp fühlst, wenn du dich einfach energielos fühlst, dann ist dieses Monatscoaching, Gruppencoaching genau das Richtige für dich. Denn du lernst dort, wie du wieder neue Kraft und Motivation findest, wie du einfach frische Energie jeden Tag in deinem Alltag generieren kannst, ohne großen Aufwand. Das sind so ganz, ganz kleine Stellschrauben, die man da in seinem Alltag dreht, um wirklich viel, viel, viel mehr Energie haben zu können. Das ist etwas, was sich im letzten Jahr bei mir extrem gesteigert hat. Also meine Energie hat sich bestimmt verdoppelt, verdreifacht, einfach durch die kleinen Dinge, die ich jetzt in meinem Alltag anwende. Und es wird in diesem Gruppencoaching auch darum gehen, wie du für deine Kinder einfach wieder ruhiger und geduldiger werden kannst. Bei meinen Gruppencoachings ist es ja immer so, wir haben mehrere kleine Gruppen von 2 bis 3 Mamas. Die sind zusammen in einer kleinen WhatsApp-Gruppe, wo ich immer die Aufgaben, die Impulse teile. Und wir haben in dem Monat 2 Live-Sessions dann immer zusammen, wo wir uns dann quasi sehen können, wo wir miteinander sprechen können, wo ihr mir Fragen stellen könnt, wo ihr mir Beispiele aus eurem Alltag nennen könnt, wo ich dann darauf antworten kann, wo wir auch Coaching-Übungen zusammen machen, die einfach dieses 1:1 erfordern. Da freue ich mich immer sehr drauf. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Übungen, es gibt Input, es gibt Meditationen,
während des Gruppencoachings, geht ein Monat lang und ihr bezahlt 47 Euro für die Teilnahme. Wenn ihr da also Bock drauf habt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine Nachricht. Ich halte immer so ein paar Plätze zurück für diejenigen, die mir halt nicht auf WhatsApp oder Instagram folgen, dass auch die jetzt noch die Möglichkeit haben, da noch einzusteigen. Und des Weiteren gibt es natürlich auch im Januar wieder eine kleine Mama-Auszeit, wie auch schon im Dezember. Und da geht es in diesem Monat um das Thema Selbstfürsorge in deinem Mama-Alltag. Die Mama-Auszeit, das sind ja immer ungefähr 70 Minuten, die wir live zusammen verbringen, wo wir miteinander sprechen können und wo ich euch ganz, ganz viel Input und Tipps und Tricks zu einem ganz bestimmten Thema gebe. Und diesmal soll es halt die Selbstfürsorge sein. Das heißt, warum ist es so wichtig, dass du dich um dich als Person kümmerst? Wie kannst du das in deinem stressigen und vollgepackten Mama-Alltag überhaupt realisieren? Wie kann das aussehen? Also das können ganz, ganz kleine Dinge sein, die eine Minute pro Tag erfordern. Es können aber auch ganz andere Dinge sein. Und dann wirst du dich auch auseinandersetzen mit deinen Zielen und Wünschen, deinen ganz persönlichen Zielen und Wünschen. Denn es gibt dich als Gesamtheit. Du bist nicht nur Mama, du bist auch Frau, du bist eine eigenständige Persönlichkeit und das ist mir ganz wichtig, das nach außen zu tragen. Und das bedeutet für mich auch Selbstfürsorge, den Menschen, der wir sind, den nicht zu vergessen, nicht alles von dieser Mama-Rolle übernehmen zu lassen, sondern wir sind auch noch eine eigenständige Persönlichkeit. Und um diese Selbstfürsorge in deinem Mama-Alltag wird es in der Mama-Auszeit im Januar gehen. Das heißt, wenn ihr da Interesse habt oder nähere Infos möchtet, könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne eine E-Mail schreiben oder mich auf irgendwelchen anderen Wegen kontaktieren. So, ich glaube, das war in der Kürze alles, was es im neuen Jahr und speziell im Januar Neues gibt. Wer mir noch nicht auf Instagram oder WhatsApp folgt, der hat meine wunderschöne neue Brille auch noch nicht gesehen. Die gehört jetzt ganz neu zu mir und ich liebe, liebe, liebe sie sehr. Das ist meine Brille, absolut. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Silvesterfest, wie auch immer ihr das verbringen werdet und einen ganz, ganz tollen Start ins neue Jahr. Ich wünsche euch für das neue Jahr ganz viel Gesundheit, ganz viel Kraft und ganz, ganz viel Liebe und dass alle eure Wünsche und Ziele in Erfüllung gehen und dass ihr einfach glücklich seid. Und damit verabschiede ich mich aus 2018 und wir sehen uns 2019 dann alle hier wieder. Ich freue mich ganz doll auf das neue Jahr mit euch zusammen. Wir werden ganz, ganz viele tolle Dinge zusammen machen. Es werden großartige Dinge auf euch zukommen. Ich freue mich wahnsinnig und wir sehen uns dann ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!